Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch mit dem Schamanen mit Springform bald. Jo, momentan spielen wir mit dem Summon-Torn-Totem und mit Ice Thorns. Und jo, es läuft schon sehr gut. Also der Totem macht sehr viel Schaden schon. Und jo, wir nehmen natürlich jetzt Spell Damage, genau. Und schauen mal. Genau, die Toten sind auch noch wichtig. Die müssen wir aber auf Kälte jetzt legen. Also Toten. Idole meine ich natürlich. Ja. Jetzt schon längere Zeit nicht mehr spielen können. Wann kam der Pets? Ja, am 7. November. Also es ist schon einige Zeit her. Jetzt nicht mehr alles so richtig im Kopf mit dem Namen. Aber ja. Ist auch ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt so viele Action-Rollenspiele spielt und dann immer die Namen wissen muss oder möchte gerne und es nicht kann. Naja. Etwas Besseres haben wir gerade nicht mehr. Ja. Okay. Dann gehen wir mal. Ja. Da nach rechts raus. Ich wollte noch den Wolf wieder nehmen, aber ich lasse jetzt mal beim Säbelzahntiger, weil der kann auch noch jumpen. Also ein bisschen rumhüpfen. Und das tut ja schon ein bisschen alles ein bisschen tank. Also, es macht ihn einfach tank hier. Sozusagen. Er muss nur hüpfen, jetzt hüpft er. Okay. Jo, also der Schaden ist schon sehr gut. Jo. Und ich habe jetzt das Mikrofon einfach ein bisschen lauter gestellt und auch Ingame noch ein bisschen lauter gestellt. Ich muss leider das Mikrofon jedes Mal, wenn ich einen PC starte, halt wieder nach oben drehen. Keine Ahnung, wie man das oben lässt. Ja, so glücklich bin ich über das Mikrofon auch nicht. Also, ich glaube, die Tests sind halt alle gelogen, damit sie besser verkauft werden. Aber es gibt viele Kritikpunkte, die scheinbar überhaupt nicht Kritikpunkte sind. Und ja, dann hat man als User natürlich das Problem, dass man da einfach unerwartet auf Probleme stößt. Die eigentlich in einem Test auch geschildert werden müssen. Aber so ist diese kommerzielle Sucht. Kann man nichts machen, oder? Also natürlich genügend Geld verdienen und dann einfach wieder ein neues kaufen, fertig. Ja, ich wusste es gar nicht, aber es ist halt eins aus den USA. Es wird nur von Teufel betrieben. Kommerziell Ding. Das ist von Shure. Im MV7 und ja, die Qualität ist gar nicht so viel besser wie das Logitech G 935. Also schon ein bisschen, aber das ist auch, weil es übertunt, also der Ton war zu laut für das Mikrofon. Die Lautstärke war zu laut angestellt und deshalb hat das Mikrofon übersteuert ständig. Ja, aber wenn es halt so leise betrieben wird. Keine Ahnung. Dafür sind ja alle Handys viel zu laut. Also beziehungsweise Sachen, die für Handys sind, viel zu laut. Und das ist schon schlimm, wenn man dann als Headset-Nutzer immer wieder Hörschaden bekommt. Ja. Yeah. Eben, je mehr ihr so Achtung schenkt auf Tests und so weiter, desto unglaubwürdiger werden sie, je schlechter werden die Produkte auch immer wie mehr. Ist leider so. Also kauft das, was ihr denkt, das ist gut und nicht das, was andere sagen, sei gut. Aha. Okay. Da war die Animation nicht vom Fass zerstören. Scheinbar war auch nichts drin, oder sie sind einfach verschwunden.
Nicht mehr geladen. Ausgeladen. Ja, das macht nicht nur Last warten. Also, ist nicht nur bei den Lastwerken so. Bei den Texturen ist es auch so. Es wird einfach ausgeladen. Und weggeladen. Ja, ja. Jo, jetzt langsam wird ja das Spiel schwieriger. Also jetzt so langsam kommen wir schon an einen Grad, wo man eigentlich ja relativ flott auch sterben könnte. Weil jetzt kommen die Cleric, die Dark Clerics. Und die machen heftigen Schaden. Die Golems auch, wenn ihr sie falsch angeht. Aber ja, der erste Dark Cleric kommt, glaube ich, jetzt in dem nächsten Gebiet. Genau, und hier sind einfach die großen Schnecken, was das sind. Kriecher halt. Die können viel Schaden machen. Also einfach, wenn ihr nicht sterben wollt, achtet auf die Gegner, spamt nicht zu viele Spells oder Fähigkeiten einfach. Einfach auf die Gegner achten. Genau, hier kommt nochmal dieser Angriff von diesem hier. Void Prophet, genau. Ja, Totem, du musst nicht schießen, wenn du nicht treffen kannst. Ja, so 200, 300 Schaden ist schon sehr viel, aber natürlich nur eins Mal und dann wieder eine lange Pause. Ist jetzt nicht gerade so praktisch. Wir müssen irgendwie an Schaden kommen. Ja, wie ihr gesehen habt, die Idole bringen halt Schaden. Aber dafür sind die Gegner viel zäher jetzt in diesem Gebiet. Also so richtig lohnenswert ist es jetzt natürlich noch nicht gewesen. Also, und es gibt halt einfach keine guten Items momentan für unsere Builds. Der Set-Gürtel, genau. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Was noch jetzt gerade momentan lohnenswert ist zu tragen. Also. Ja. Ich komme da unten gar nicht hin. Wegen Windows. Oh, es hat wieder ein neues Zeugs gefunden. Ja. Es ist eben die Chance, wenn man getroffen wird. Es ist eigentlich nicht so zwingend nötig. Also eigentlich müsste ich hier jetzt skillen. Ich werde es eventuell auch machen. Ne, ich werde es nicht machen. Ich gehe voll auf Totem. Ich will nicht anders gehen und dann wieder umskillen müssen. Weil sonst verliert man wieder viele Levels auf den Fähigkeiten. Oder die sollen eigentlich so schnell wie möglich Level 20 erreichen. Sonst sind sie einfach nicht genügend stark. Sind sie selber nicht. Sachen, also Fähigkeiten geholt, die halt danach wirklich nötig sind. Also vor allem bei der Springform am besten sofort eigentlich richtig skillen. Und eigentlich alles auf 1 gehen und dann lieber einmal für ungefähr, weiß nicht, 10 Sekunden nicht springen sein und dann erst später wirklich immer springen. Form nutzen. Er bekommt gar nicht so viel Mana von den Totems leider über. Das ist leider einfach der Fall. Geht einfach nicht anders. Oh, bin aber schnell da. Minion Damage müsste ich eigentlich gehen. Es ist 21 Physical Damage und der Totem macht Physical Damage, was es bringt. Eigentlich. Ne, die machen ja gar keinen Schaden. Also. Das geht, glaube ich, gar nicht auf Minions.
Also was wir eigentlich machen müssen, ist jetzt alles Minion Damage drauf tun. Auf die Items. Also alle Items mit Minion Damage auf ausrüsten. Oder eben craften halt. Also jetzt haben wir sowieso das halbe Aktgebiet oder so. Nein, es ist ein ganzer Akt dazwischen. Erreicht. Also einfach das nächste Gebiet, das nicht gerade als Stadt fungiert, aber ja, ein Gebiet ist. Ich muss das wieder umstellen. Ich hab zu dumm, um Leertaste zu drücken hin und her. Oh, Stormcrows würde uns auch viel helfen. Habe ich ganz vergessen. Also ich muss unbedingt das Mana jetzt nehmen. Also. Maelstrom nehmen wir nicht. Wir nehmen Stormcrows. Und aha, was wollte ich jetzt nochmal? Könnte die Stormcrows eigentlich skillen? Naja, nein. Ich muss aber Stormcrows irgendwie skillen, weil, ich muss nochmal zeigen. Also hier gibt es halt einfach Cast Speed, wo wichtig ist. Movement Speed eigentlich auch. Und dann halt Lightning Damage. Und dann hier Totem. Ja, es ist ja eigentlich nicht nötig, das zu scannen. So. Ich mache jetzt das einfach, dass da wirklich Totems auch recht gebufft werden. Ist wichtiger. So. Ja, und jetzt müssen wir sie noch beschwören. Gut. Also das wird wahrscheinlich die Totems recht stark stärken. Das ist erst das Wichtige. Dann haben wir eben gesagt Minion Damage. Also es gibt glaube ich auch irgendwo eine Rüstung mit Minion Damage. Also Health haben wir hier auf einer Rüstung. Ja, Ice Dawn auf Level 30. In der Gürtel nehmen wir mal mit. Level 19. Ja, bin jetzt auch nicht gerade so schnell etwas. Ja, die Schuhe sind ab Level 30, Gürtel ab Level 50. Ist halt sehr schwer. Also, wir müssen bei Unix, bei Defensive vielleicht. Nein. Keine Ahnung, wo die Rüstung ist. Ich meine. 6 zu Stärke. Stormcrows haben wir wahrscheinlich auch nicht in der Rüstung oder so. Wo das verstärkt. Ja. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Ja, ist wirklich gar nichts. Also bei Neck haben wir vielleicht irgendwie Damage. Ja. Mehr Damage. Health brauchen wir nicht. Minion Damage. Irgendwie alles mit Minion Damage. Aber wo? Und hier haben wir 17. 16. Minus 3. 5. Cast Speed, Attack Speed 9 und 7. Okay, ist besser. Sehr gut, dann haben wir noch ein bisschen einen besseren Stab. Spell Damage würde auch gehen. Ja. Und bei M haben wir vielleicht noch irgendwas.
11. Ich weiß gar nicht, wo ich die Minion-Sachen habe. Wahrscheinlich auf einem anderen Charakter. Okay, dann reicht das. So. Jetzt sollten wir eigentlich viel mehr Schaden machen können. Also. Probieren wir gerade hier bei diesen Krabblern. Also, ja. Dauert ein bisschen, aber. Also, sie sind schon sehr. Ja. Also, es dauert einfach für den. Ja, und. Irgendwie auch ein bisschen defensiv. Ich habe ja letzten Part schon ein bisschen Angst gehabt vor ein paar Attacken. Ja. Okay, diesen Ring hier, der rote, mit den Schädeln, das ist unser Buff von den Garten. Okay, einen haben wir schon hier, wir müssen drei von denen töten. Hey, bleib hier. Ah, da ist ein Fallkrieg. Fallkrieg. Fall ist ja bei Pacifixer. Geht einfach weg. Ignoriert uns. Schön nicht. Ja, diese Attacke, die dauert einfach viel zu lange. Ich glaube, der schlechteste Spell. Oh je. Yeah. So Eissplitter, wir könnten eigentlich sofort gehen. Wir müssen gar keine Animation haben. Es ist einfach diese blöde Animation, die sie unbedingt nehmen wollten. Haben sie einfach alles versagt. Also. Total versagt. Das war eines der ersten Space gewesen, die sie gemacht haben. Und hat halt einfach zu lange einfach ignoriert und nicht gebufft darüber. Das ist nicht schlecht. Also, er wird einfach nur gerne genutzt wegen dem Shade. Und das Shade am Anfang schon zu nehmen, ist eigentlich ja schlecht da. Ist einfach ein bisschen den Speed, die Geschwindigkeit wieder rund treibt. Also die Animation wird noch länger und ihr müsst die Maus ein bisschen gedrückt lassen. Das ist nur möglich, wenn er wirklich auch geblockt wird und den Fähigkeiten dasselbe hat. Das ja, Eisbar auch dasselbe hat. Ja, nein, nicht Eisblock, das ist dann der Eisdorn, genau. Vorne. Schwer auszusprechen, das Wort. So, also. Da haben wir 6, jetzt müssen wir alle Punkte noch dort rein tun. Ja, wir können eigentlich nicht gut tanken, also das braucht er unbedingt ja, mehr Defensive. Es gibt halt einfach im Low-Level nicht gerade so defensive Items. Also was gibt es, ist halt einfach die Attribute. Und vielleicht eine Resistenz und da muss man mega kombinieren, das geht nicht gut.
daran leiden halt viele Spiele. Man bekommt die Resi am Anfang einfach nicht gerade so hoch genügend. Einfach die Items gar nicht spawnen. Das machen. Ja. Oh Gott, was? Sehr Gegner. Hui, ai. Also. Weight Damage. Könnte vielleicht mal gebrauchen. So viel Weight Damage. Minimum Physical Damage ist auch nichts. Nicht nützlich, da wir gerne besseren Star-Ding, Zauberstab haben. So. Okay. Einen anderen Weg nach oben. Also die die Spawnpunkte sind manchmal ein bisschen falsch gesetzt zusammen. Also man läuft dann in die andere Richtung. Oder es ist irgendwas oberhalb im Weg und die Maus geht dann. Ja. Also wenn ihr spawnt und irgendwas ist ober euch, dann geht ihr runter. Weil ja, ist ja auch unten. Unten drunter ist. Also oben drüber ist, aber unterhalb ist dann, das ist das Problem manchmal. Dass ich einfach in den falschen Weg laufe dann. Weil das Spiel ja so zeigt, ja, der Charakter geht nach unten. Okay, sehr gut. So. Ah, ist schlecht. Sehr schlecht. Basin on hit. Nein, hit on hit. Ich habe immer noch gute Erinnerung daran, dass diese Golden Chests mal richtig viel gebracht haben. Das war, glaube ich, Mai 2020. Juni 2020 sind die Drops sehr gut gewesen aus diesen Kisten. Und das haben sie dann plötzlich dann genervt. Glaube ich, im August 2020 haben sie es genervt. Und ja. Ja, dann machen sie einfach keine Motivation mehr zu öffnen. Eigentlich nützt es euch nichts, eine goldene Tür zu öffnen. Es kommt einfach nichts Gutes raus. Bis nach der Kampagne. Und dann sind sie zu selten, weil sie in den Maps gar nicht so oft vorkommen. Ich glaube kaum. Also wenn, dann ist es natürlich klar nach der Map. Nach der Arena und so. Aber sonst eben lohnt sich nicht. Also, ja. Öffnet sie einfach. Könnt ihr dann immer noch gleich weglaufen oder so. Aber sie lohnt sich überhaupt nicht. Naja. Dafür lohnen sich manche rare Gegner. Dafür sehr. Ich bin manchmal überrascht, wie viel. Manche rare Gegner droppen. Also wie gut ist. Kennt man ja aus Pass of Exile nicht, so dass die rare eigentlich nie gut droppen. Naja. So, eben da sind wir voll. Das können wir schön leben. Hochtreiben 300, also eigentlich schon 100 Leben mehr. So, gut, dann machen wir im nächsten Part da unten weiter und
Dann kommt noch ein schöner Boss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basa. Tschüss.